Jawohl. Den Blinker ist noch drin. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein bisschen ein rasantes Anfang, aber voll cool, ne? Heute wieder mit zwei Kumpels unterwegs. Humpty Dumpty kennt ihr ja schon. Er war ja jetzt schon öfters mit dabei. Der Kollege mit der Afrika Twin. Und mein Schwager ist dabei, mit dem ich ja letztes Mal schon zusammen cruisen war, der Messi. Leute, wollt ihr mal Hoi sagen? Oder Hallo? ich hoffe, das Dual-Vlogging funktioniert heute. Ich hatte ziemlichen Ärger, was die Verkabelung angeht. Ich musste das ganze Setting nochmal neu machen. Darum hoffe ich also, dass es jetzt wirklich einwandfrei funktioniert. Kein Auto, kannst kommen. Ah, du bist immer noch dort hinten, ne? Die andere ist immer noch hier. Ja, Leute. Wir fahren heute ja eigentlich nichts Spezielles. Den Sternenberg fahren wir, den haben wir zusammen schon mal ja überquert, ich sag's mal so. Das war bei meiner ersten Passtour, den wir gemacht haben. Das war der erste Berg. Und den fahren wir heute. Wir hatten leider ein bisschen Verspätung, was den Start angeht. Humptys Motorrad wollte nicht angehen. Er hatte ein bisschen Startschwierigkeiten. Die Batterie war down. Und ja, da mussten wir schnell anschieben. Und das hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Und deswegen, also nicht nur deswegen, Messi ist ein bisschen krank. Er fühlt sich eigentlich nicht gerade so gut. Deswegen machen wir eine kleinere Tour, damit er auch kommen kann. Ja, er wollte wirklich... wir haben schon lange gesagt, dass wir heute zu viert fahren möchten. Und ja, Shane ist leider nicht dabei, weil er ist auch ziemlich krank zu Hause. Und Messi sagte, ich will eigentlich unbedingt kommen, aber ich fühle mich nicht so. und dann sagte er mir, komm, wir machen eine kleinere Tour und dafür könntest du ja auch mitkommen. Und da sagte er, mal bei einer kleinen Tour wäre er dabei. Und ja, jetzt sind wir endlich unterwegs. Es ist schöne 20 Grad. 20 Grad haben wir. Vorne rechts. Ein schönes Frühlingswetter, also wirklich toll. Wow! Wow, jetzt bin ich voll ins Rutschen gekommen. Wow, was ist das gewesen? Ist wegen dem? Wow, ich bin voll gerutscht, Leute. Ja, aber irgendwie hast du gar keine Chance. Da habt ihr so viele schwarze Scheißdinger. Yes. Dieses Mal langsam. Oh ja, du rutschst wirklich. Keine Chance.
Ja, aber trotzdem, du erschrickst so sehr. Also ich bin so verschrocken. Ja, gell? Gute Reaktion, ja. Ja, wollt ihr euch eigentlich vorstellen, Leute? Ja, ich denke, wir werden auch viel Spaß haben. Also. Ja, ist so, ja. Okay. Ja, also ihr müsst verstehen, Hamdi schämt sich ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Er ist halt nicht so ein richtiger Ausländer, der musste eben nie Deutsch lernen. Hey, ich bin froh, dass ich den Pulli ausgezogen habe. Boah. Ist das immer noch die gleiche, die hinter uns ist? Hat die dich vorne rangelassen, oder? Ach so. Ja, also hier fahre ich ein bisschen langsam, ne? Und ja, falls es für dich zu langsam ist, Messi, dann kannst du auch überholen. Ist kein Problem, ja? Vielleicht weißt du jetzt, wo wir rauskommen. Da waren wir letztes Mal. Ach komm, bis der Bus kommt, bin ich weg. Ja, ja. Geradeaus. Kennst du die? Na ja, cool. Eine Riesentruppe. Tausend. Ja, wenig, ja. Okay, ja, das ist gut, ja. Das hatte ich mal für 3 Monate, oh Mann. Silvia sogar 4 Monate. Ja. Ah, als wäre frisch gemäht oder so.
Eine schöne Gegend, hä? Ja, Freunde, was treibt ihr denn so? Seid ihr auch schon gefahren diese Saison? Also gut, die Saison hat zwar erst gerade angefangen, aber ich glaube, ihr hattet in Deutschland oder in Österreich wahrscheinlich auch schon ziemlich schönes Wetter. Oder seid ihr die Hartgesottenen, die auch im Schnee fahren? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon fahren wart. Also ich habe letztens, als ich üben ging, habe ich einen kennengelernt, der braucht das Motorrad halt wirklich, um zu arbeiten zu gehen. Und der war auch den ganzen Winter lang mit dem Motorrad unterwegs. Also war schon heftig, schon gesagt, also wenn es mal kalt ist, dann richtig. 5 Minuten Strecke ist okay, aber alles, was über 5 Minuten geht, ist ziemlich heftig. Und also, ja, im Winter zu fahren, da hätte ich jetzt persönlich überhaupt keinen Spaß. Also da würde ich, glaube ich, eher das ÖV vorziehen. Und da würde ich wirklich mit dem Bus oder mit dem Zug weiter. Ja, geradeaus. Glück gehabt. Jetzt wäre ich ein bisschen zu schnell gewesen. Wie wäre es für dich gewesen, Messi? Wäre das... Ja. Ja. Ja, bei mir ist es auch noch nicht so lange, gell? Null. Ja, hättest du es mit dieser Geschwindigkeit geschafft? Ach ja? Ja. Okay, ja, konntest du es korrigieren? Ja. Er ist weg. Ah, jetzt ist es besser. Ich musste kurz das Mikrofon korrigieren. Also falls das jetzt irgendwie zu stark gewindet hat, das war mein Ding. Ah, wir sind da, da ist mein Masseur. Elk. Weiter vorne müssen wir dann nach rechts. Ich sag dir gleich wo.
Ich sehe keinen Kreisel hier auf der Karte. Hier rechts. Ja, wahrscheinlich, ja. Jetzt links. Ja, ja, hört sich nicht so gut an, Messi. Schon okay. Nicht so schlimm. Ah, Kawasaki ist hier, ja? Genau, rechts. Oh Scheiße, ich glaube, wir hätten links müssen. Na, schon okay. Wir können auch hier durch. Ja, genau. Also wir können jetzt, nein, nicht, ja, also jetzt links oder weiter vorne. Ja, wir gehen hier, komm. Guter Typ. Evet arkadaşlar, sind wir auch schon am Ende unseres Videos angelangt. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Klar, allzu viel Gequatsche gibt es nicht gerade. Ihr wisst, ich bin noch am Anfang dieses, ja, dieser Version mit Reden. Es ist halt schon schwierig, vor der Kamera zu reden, dazu noch auf eine andere Sprache. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr weitere Videos anschauen wollt, dann guckt doch mal hier drüben. Klickt diese hier an und schaltet wieder ein. Gebt auf euch Acht. Glück, glück.